Ich bin erst 3 Tage wieder zu Hause und jetzt hat das Regime unsere Stadt besetzt. Sie haben Jakub Brožek ermordet. Kopfschuss. Sein Pferd war ihnen im Weg. Er hat mir das Küssen beigebracht. Ich muss etwas unternehmen. Das Regime hat die Polizeiwache übernommen. Sie fragen in der Stadt nach freiwilligen Helfern. Ich werde mich melden. Ich werde einen Weg finden, sie zu töten. Tagsüber kümmere ich mich um die Kranken. Ich arbeite in der Klinik. Abends koche ich für die Soldaten des Regimes in der Polizeiwache. Sie scheinen mir zu vertrauen. Vielleicht kann ich einen weglocken. Wenn ich mit einem allein wäre, könnte ich ihn vielleicht umbringen. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich kann weder kämpfen noch mit Schusswaffen umgehen. Ich muss mich klug anstellen. Ich vermisse die Universität. Vielleicht werde ich durch das hier etwas lernen. Die Soldaten des Regimes scheinen eine sehr hohe Meinung von ihren Müttern zu haben. Nachdem ich einen bei der Bäckerei mit dem Messer niedergestochen hatte und er langsam verblutete, winselte er noch: Mutti, Mutti. Meine Hände zitterten und ich ließ beinahe das Messer fallen. Ich hatte ihm einen Kuss versprochen und nach draußen in die Dunkelheit geführt. Die Soldaten des Regimes scheinen Wurst zu lieben. Einer hat seine Mahlzeit verschlungen, obwohl das Zyankali den Geschmack verdorben haben muss. Seine Augen wurden auf einmal weiß. Aber er kaute weiter. Das Zyankali habe ich aus Mutters Schrank gestohlen. Manchmal plagt mich mein Gewissen. Aber dann denke ich einfach an Jakub Brožek. Die Soldaten des Regimes scheinen nach dem Beischlaf immer müde zu werden. Sie schliefen oft neben mir ein und ihr Gesicht wurde ganz blau, wenn ich ihnen im Schlaf einen Strick um den Hals band und ihn zuzog. Morgen werde ich 18. Die Soldaten des Regimes scheinen ziemlich faul zu sein. Ich bin 3 von ihnen mit einer Kiste Granaten davongelaufen. Vielleicht bin ich schwanger. Ich wünschte, ich könnte mit einer Waffe umgehen. Die Soldaten des Regimes hängen scheinbar sehr an Polizeiwachen. Ich habe 7 Granaten in die Wache reingeworfen, aber kein einziger Soldat ist rausgekommen. Bin ich eine Mörderin, weil ich Soldaten des Regimes töte? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Soldat, aber Soldaten tun nichts anderes. Und ich darf keine Gefühle zulassen, so wie die Soldaten. Die Soldaten des Regimes scheinen sehr leichtgläubig zu sein. Ich habe so getan, als würde ich ertrinken, und er sprang ins Wasser, um mich zu retten. In voller Montur. Ich musste ihn gar nicht so stark nach unten drücken, um ihn zu ertränken. Ich bin schwanger. Man kann es noch nicht sehen, aber Mutter ahnt es wohl schon. Ich suche eine Wohnung für mich allein. Ich habe eine eigene Wohnung. 2 Etagen über der Bäckerei. Ich kann dieses Regimekind nicht länger in mir tragen. Es muss raus. Ich habe ein paar Pillen aus Mutters Schrank genommen. Es hat nicht funktioniert. Ich bin nur krank geworden. Die Soldaten des Regimes sind halsbrecherische Fahrer. Ich habe bei einem von ihnen die Bremsleitung durchgeschnitten und er stürzte von einer Klippe, als er einen Berg hinunterfuhr. Ich habe es nicht gesehen, aber es gab ein Foto in der Zeitung. Ich hatte eine Freundin an der Universität, die ihre eigene Schwangerschaft mit Poleiminze abgebrochen hat. Ich habe ihr geschrieben und um eine Anleitung gebeten. Heute kam ein Brief aus London. Ich habe mir ein Fläschchen Poleiminze gekauft und einige Antibiotika von meiner Mutter stibitzt. Morgen gehe ich nicht zur Arbeit. Die Schmerzen sind unerträglich. Es hört nicht auf zu bluten. Ramona schreibt: Ich lebe noch, aber das Baby ist weg. Nach dem Wochenende arbeite ich wieder. Meine Patienten warten auf mich. Und ich muss noch ein paar dieser Verbrecher töten. Die Soldaten des Regimes haben schlechte Reflexe. Ich habe einen von ihnen an einer Ampel überfahren. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es war am helllichten Tag und es gab Zeugen. Ich fuhr davon, so schnell ich konnte. Ich darf nicht mehr so oft zuschlagen, sonst erwischen sie mich. Die Soldaten des Regimes sind scheinbar aus Speck. 9 von ihnen verbrannten bei lebendigem Leib in einem Abendlokal.
Mit Vorhängeschlössern und Benzin lässt sich eine Menge erreichen. Vater konnte das Benzin an meinem Mantel riechen. Ich habe ihn angelogen. Er darf auf keinen Fall etwas erfahren. Er ist zu sensibel. Die Soldaten des Regimes sind hoffnungslos romantisch. Ich habe einem den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen, als er meinen Handschuh aufheben wollte. Wäre ich ein Junge, hätte Vater mir das Schießen beigebracht. Stattdessen weiß ich, wie man Kranke pflegt, verschollene Relikte ausgräbt und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Ich würde so gern einen Soldaten kennen. Er könnte mir beibringen, kein Mitleid zu fühlen. Er würde mich verstehen. Heute wurde ein Mann eingeliefert. Eine schreckliche Wunde am Kopf. Er hat überall Narben. Spricht nicht. Keiner weiß, woher er kommt. Er muss Soldat sein, aber keiner vom Regime. Würde er doch nur mit mir sprechen, er hat so eine innere Stärke. Der Krieg ist vorbei. Das Regime hat sich zum Sieger ernannt. Die Leute feiern den Frieden. Ich weine. Für mich findet dieser Krieg kein Ende. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich temperamentvoll. Ich wollte einem von ihnen von meinem Fenster aus einen Blumentopf auf den Kopf schmeißen. Leider daneben. Er hatte Freunde dabei. Sie haben meine Tür eingetreten. Ich sagte, es wäre ein Unfall gewesen, aber sie schlugen und bespuckten mich. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Wie meine Großeltern. Aber sie können nicht kämpfen. Die Soldaten des Regimes sind ziemlich wählerisch. Ich saß mit einem beim Picknick auf einer Wiese. Er sagte, er würde mich küssen, wenn ich mein Haar färbte. Mir wurde schlecht von diesem Wunsch. Aber solange ich lächle und den Hass verberge, verdächtigt mich niemand. Er trank den Wein mit dem Schlafmittel. Und ich rollte ihn in ein flaches Grab. Mir bricht es das Herz. Viele langjährige Freunde sind inzwischen Anhänger des Regimes. Mutter und Vater sind nicht glücklich, aber sie ordnen sich unter, statt Widerstand zu leisten. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Aber ich verspüre Wut gegenüber meinen Eltern. Ich bin 33 Jahre alt und ganz allein auf der Welt. Ich sollte weiterkämpfen. Aber gegen wen nur? Hier gehören jetzt alle zum Regime. Oder sie tun wenigstens so. Ich vermag es nicht mehr zu unterscheiden. Totenkopfsmänner besuchen die Klinik hin und wieder. Sie nehmen Menschen mit, die ich seit Jahren betreue. Ich schaue weg. Ich hasse sie. Ich hasse mich selbst, weil ich aufgebe. Aber ich kann nicht mehr allein kämpfen. Ich beobachte den Mann mit den Narben. Ich flüstere ihm Dinge zu. Manchmal kann ich sehen, dass ein Teil von ihm wach ist. Ob er mich sehen kann. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Das ist der letzte Eintrag, Willem. Einige der Dinge in diesem Tagebuch sind lange her. Und manche könnten mir passiert sein. Ich vermisse dich. Ich habe dich schon vermisst, bevor ich dich überhaupt kannte. BJ Blazkowicz. Beginn des Kriegs war BJ als Mitglied der USA in geheimer Mission gegen das Regime unterwegs. Er sinnt auf Rache, seit bei seiner letzten Begegnung mit General Totenkopf Caroline Becker starb, die Anführerin der Widerstandsbewegung. Fergus White stammt aus den schottischen Highlands, wo er eine von Anmut und Entbehrung geprägte Kindheit lebte. Schon früh entwickelte er eine zynische Sicht auf die Welt. Seine meisterhafte Sarkasmus sollte ihm dabei helfen, mit den Grausamkeiten des Schicksals zurechtzukommen. Mit 16 Jahren fand Fergus Arbeit in der Glasgower Werft, wo er bis zur Wirtschaftskrise der 30er beschäftigt war. Die Krise traf Schottland schwer
und seine Stelle wurde gestrichen, nachdem er sich danach jahrelang kaum im Wasser halten konnte. Zum Verfügung kurz nach Ausbruch des Kriegs in das Zentrum Schottlands gelegte Perth. Dort machte er eine Ausbildung zum Flugzeugmechaniker und wurde durch eine im Sumpf abgeschossene Wette kurzerhand zum Piloten befördert. Panzerhund 1946. Der Panzerhund ist einer der ersten Robotertypen aus General Totenkopfs Produktionsheim, kam kurz an der Ostfront zum Einsatz, war auf den Schlachtfeld regelrechte Schneisen durch die russischen Truppen bis. Regimesoldat 1946. General Totenkopf stellte handverlesen nur die loyalsten und furchterregendsten Soldaten der gesamten Armee in seinen Dienst. Als Teil dieser Eliteeinheit wurden Totenkopf-Soldaten nach Kriegsende hochrangige Posten innerhalb der Regimepartei versprochen. Kampfhund 1946. Eines von Totenkopfs tierischen Lieblingsprojekten ist der Kampfhund. Ein Schäferhund, der mit Chemie vollgepumpt und eine stählerne Rüstung gesteckt wurde. Er ist extrem aggressiv und beißt unerbittlich. Probst Weiz, der Dritte. Probst Weiz, der Dritte, stand unmittelbar vor seinem Abschluss an der Universität Harvard. Als er sich zum Entsetzen seines Vaters dazu entschied, er sein Studium nahezuhängen und in die Armee einzutreten. Seine Überzeugung, sein unbeugsamer Idealismus und seine Sprachgewandtheit brachten ihn im zarten Alter von 17 Jahren in die Air Force. Sein Vater blieb jedoch tief enttäuscht von ihm. Obwohl seine blauäugige Naivität für ihn nicht immer von Vorteil ist, hilft ihm seine positive Sicht des Lebens, stets für die richtige Sache zu kämpfen. Kommandant 1946. Kommandanten im General Totenkopfs Regiment sind sadistische Bürohengste. Sie würden direkte Feuergefechte lieber vermeiden. Doch ihr Wunsch nach Beförderung durch ihren General lässt ihnen keine andere Wahl. Um ein Mikrofon an ihre Schirme zu können, sie Verstärkung anfordern. Daher schaltet man einen Kommandant besser heimlich aus, bevor er Alarm steckt. Maschinensoldaten 1946. Maschinensoldaten sind eine neue Spezialeinheit, entworfen von General Totenkopf persönlich. Sie werden aus menschlichen Probanden hergestellt, nachdem diese einer vorbereitenden chemischen Therapie unterzogen wurden. Wenn ihre Körper chirurgisch mit Stahl und kybernetischen Bauteilen erweitert und mit einer kugelsicheren Rüstung umschlossen, um ihren Killerinstinkt zu schärfen, wenn ihre Gehirne in einem primitiven Stadium degeneriert, was sie unberechenbar und hochaggressiv macht. Totenkopfs Kommandoeinheit. Mitglieder von Totenkopfs Kommandoeinheit sind die Elitenkämpfer der Regimetruppen. Sie sind für ihre Effizienz, Brutalität und Gnadenlosigkeit bekannt. Die Rekruten der Kommandoeinheit werden unter schärfsten Bedingungen in sibirischen Ausbildungslagern gedrillt. Drohne. Die Wespe-Drohne ist ein unbemanntes Kampffluggerät, das von einer rudimentären künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Sie wurde in den späten 1940er Jahren von Dr. Ludwig Wald entwickelt, einem der führenden Funkingenieure des Regimes. Das Ziel war die effiziente, vollautomatische und flächendeckende Überwachung der Städte. Seitdem wurde sie mit zahlreichen Funktionen erweitert, wie etwa energiesparende Lasergeschützen und Staustrahltriebwerken. Kommandant 1960. Auch wenn ihr Kampfgeschick beschränkt sein mag, sind die Regimekommandanten zu taktischen Koordinatoren äußerst wichtig. Ihre Funkgeräte können sie Verstärkung anfordern und tun dies unerbittlich bis zu ihrem Tod. Keller. Keller. Friedrich Keller wurde im französischen Straßburg geboren. Seine Kindheit war von häuslicher Gewalt und Armut bestimmt.
Nach der Besetzung Frankreichs schloss sich Kellers Vater Widerstand an. Keller hatte genug vom Leben in Armut und wandte sich das ordentliche Büro des Regimes, um seinen Vater als Widerstandskämpfer zu denunzieren. Daraufhin wurde seine ganze Familie in ein Lager gebracht, während Keller vom berüchtigten General Strasser aufgenommen wurde, dem er seither dient. Keller betrachtet General Strasser als seinen Ersatzvater. Anjas Großvater Roman Targonski wuchs in den Bergen im Südwesten Polens als ältester von 5 Brüdern und 4 Schwestern auf. Sein Vater war ein Ziegenbauer und nach seinem Tod führte Roman sein Gewerbe fort. Obwohl er tief religiös ist, folgt er nur einer einzigen väterlichen Regel: Behandle alle anderen Menschen so, wie auch du behandelt werden möchtest. Anjas Großmutter Olenka Targonski wuchs in einem ärmlichen Stadtteil Warschaus mit ihrem Vater und 5 Geschwistern auf. Sie hält sich vom Leben in der Stadt fern. Natur zu sein ist für sie so wichtig wie die Luft zum Atmen. Olenka ist geistreich, gesellig und immer bemüht, ihren Gästen etwas zu essen oder zu trinken anzubieten. Den Männern gerne auch ein Glas Wodka. Lehnt jemand ab, bekommt er trotzdem etwas. Kampfhund 1960. Nach dem Krieg verbesserte General Totenkopf den Kampfhund mit einem mechanischen Exoskelettanzug und einem Titangebiss. Diese Kampfmaschine kann jede noch so starke Körperpanzerung durchbeißen. Wachroboter. Die Entwicklung hochtechnischer mechanischer Kampfeinheiten war eine von General Totenkopfs wesentlichen Beiträgen zum Gewinn des Krieges. Als der Krieg vorüber war, wurden viele dieser Einheiten zu transportablen Wacheinheiten umfunktioniert, die vielfältig eingesetzt werden können. Frau Engel. Irene Engel war eine der führenden Figuren der Mädchenbewegung des Regimes und widmete ihr Leben den Zielen und Idealen des Regimes. Nachdem sie ihre Pflicht, dem Staat 6 Kinder zu gebären, erfüllt hatte, zeigte sie sich als unerschütterlich loyales Parteimitglied und konnte daher schnell deren Rangleiter emporklettern. Anja Oliver. Als Tochter einer polnischen Arztfamilie war Anja auf einem guten Weg, ihre Doktorarbeit in Archäologie abzuschließen. Krieg zwang sie jedoch in ihrer akademischen Laufbahn aufzugeben, sich stattdessen in der von der Familie verbreitetriebenen Nervenklinik zu engagieren. Dort arbeitete sie als Oberschwester und kümmerte sich auf Opfer und um ihre Patienten, bis das Regime kam und die Einrichtung schloss. Panzerhund 1960. Der Panzerhund 1960 ist die Weiterentwicklung eines von General Totenkopf im Krieg entwickelten Prototypen. In einem seiner visionären Fieberträume erdacht, stellt der Panzerhund eine hocheffiziente Tötungsmaschine dar. Mit Titanstahl ummantelt und einem knochenbrechenden Metallgebiss ausgerüstet, das jede noch so stärkere Körperpanzerung durchdringt. Gefängniswachen Nahkampf. Gefängniswachen werden von ihrer Anstellung einen Persönlichkeitstest auf ihre eigenen geprüft. Sadistische Züge und ein gestörtes Mitgefühl sind die bevorzugten Eigenschaften für die Arbeit in der Vollzugsanstalten der Hauptstadt. Eine Gefängniswache ist mit Schlagstock oder Sturmgewehr bewaffnet und sowohl im Nah- wie Fernkampf versiert. Aufstandswache. Gefängnisaufstände ereignen sich in den Vollzugsanstalten der Hauptstadt nur selten. Wenn es jedoch zu einem kommt, greifen Einheiten der Aufstandswache durch. Ein Mitglied der Aufstandswache trägt eine starke Panzerung sowie eine Gasmaske und ist mit einem Sturmgewehr ausgerüstet. Die Aufstandswache wird gemäß des Gesetzes zur angemessenen Behandlung stets alles Erdenkliche tun, um einen Aufstand niederzuschlagen. B.J. Blaskowitsch, 1960.
Nachdem er die letzten 14 Jahre im Koma gelegen hat, wacht BJ in einer Welt auf, die von Regime beherrscht wird. Aber es gibt immer noch Hoffnung. Versteckt im Zentrum von Berlin agiert eine kleine Widerstandsgruppe, leitet von einer alten Bekannten, Caroline Becker. BJ schließt sich der Gruppe an, um mit ihr die Welt aus den Händen des Regimes zu befreien. Caroline im Rollstuhl. Caroline Becker stammt aus Isenstadt, wo sie bis zum Krieg lebte. Sie wurde zur Waisen, als ihr Vater von Regimeschergen getötet wurde. Dieser Vorfall verstärkte ihren Hass auf die Unterdrücker und machte aus ihr charismatische Anführerin stärksten Widerstandsbewegung des Wiesenau-Kreises. Während des Krieges wurde sie von dem berüchtigten Regimevollstrecker Hans Grösse angeschossen und schwer an der Wirbelsäule verletzt, wo sie seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt ist, ist ihr wieder ungebrochen. Bobby Bram besaß früher eine Bäckerei in South East London. Während eines Duftangriffs des Regimes wurde die Bäckerei zerstört. Glücklicherweise war Bobby an den Tag auswärts beschäftigt. Am nächsten Tag wurde Bobby von der Armee eingezogen und so verabschiedete er sich von seiner Frau und verließ England. Jahre später sollte ihr Grab vom Regime jetzt in London besuchen. Das Einzige, was ihm während des blutenden Nachkriegsjahres Kraft gab, war seine Arbeit für den Wiesenau-Kreis. Oberstleutnant. Ein Oberstleutnant der Luftwaffe des Regimes ist oft ein feiger Bürohengst, der dank des richtigen Verbindungen befördert wurde. Er benutzt Handfeuerwaffen und versucht stets hinter den anderen Soldaten zu bleiben. Mit dem Mikrofon und seiner Schirmmütze kann er Versteckung anfordern. Am besten schaltet man den Oberleutnant Luftwaffe heimlich aus, bevor er Alarm schlägt. Flieger. Trotz des niedrigen Dienstgrads ist ein Flieger ein furchtloser und gewitzter Kämpfer, der mit Sturmgewehr und Schrotflinte ausgerüstet ist. Jeder wurde sorgfältig ausgewählt, damit bei Luftwaffe nur die besten und überzeugendsten Kämpfer Männer kämpfen. Schwere Roboter. Ein schwerer Militärroboter nach dem höchsten derzeitigen verfügbaren Standard der Robotik gefertigt. Neben einem durchschlagsfähigen Superlaser fügt der schwere Roboter eine Schutzpanzerung aus gehärtetem Stahl. Klaus Kreuz war ein Parteimitglied des Regimes und bis zum Kriegsanfang Offizier in der Armee. Doch als seine Familie von der Geheimpolizei ermordet wurde, entschied sich Klaus dazu, die Seiten zu wechseln und das Regime zu vernichten. Durch seine zahlreichen Untergrundkontakte traf er Caroline Becker, die ihn überzeugte, dem Wiesenau-Kreis beizutreten. Max Hass. Über Max weiß man nicht viel, außer seinen Namen und dass er keine Gewalt mag. Klaus fand ihn in einer Gasse hinter einem Müllcontainer versteckt und kümmerte sich seitdem um ihn. Herr Faust. Herr Faust ist das Ergebnis der eiskalten Pragmatik des Regimes, was die Lagerleitung angeht. Dieses furchteinflossene Roboterwache wird im Lager für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt und nicht nur dazu, die Gefangenen dazu zu bringen, von einem Fluchtversuch abzusehen. Bombarde. Bombarde wurde in den Straßen von Windhoek, Namibia auf. Wuchs in den Straßen von Windhoek, Namibia auf. Mit zunehmenden Eroberungen des afrikanischen Kontinents durch das Regime beschloss Bombarde, nach Nord zu gehen und die Invasoren zu bekämpfen. Zwei Jahre lang führte er erfolgreich Gegenangriffe an, bis er gefasst und in ein Lager inhaftiert wurde. Seth Roth lebte und arbeitete als Uhrmacher in Stuttgart, doch in Wahrheit gelangte ihm als geheimes Militärdat die schutzbedeutende Forschungserfolge in verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten. Nachdem das Regime die Macht übernommen hatte, konnte er sich viele Jahre deren Zugriff entziehen, doch schließlich wurde er gefasst und in ein Lager verfrachtet.
Maschinensoldaten 1960. Einige Generationen später wurden die Maschinensoldaten zu perfekten Kriegsmaschinen. Ihre hochentwickelten Körper sind mit glänzenden Titanstahlregierung umhüllt und üblicherweise mit Superlasern ausgestattet. Marinesoldat. Infanterieeinheiten spezialisiert auf amphibische Kriegsführung. Standmäßig mit leichter Rüstung ausgestattet. Feuersoldat. Schwer gepanzerte Elite in Infanterieeinheiten, ausgerüstet mit Schrotflinten und spezieller Querschläger-Munition. Captain. U-Boot-Kapitäne des Regimes sind Kriegsveteranen, die ja gemeinsam mit ihrem Schiff untergingen, als sich dem Feind zu ergeben. DJ im Tauchanzug. Die Tauchanzüge auf den U-Booten des Regimes wurden entwickelt, um extrem hohen Wasserdruck standhalten zu können. Sie besitzen große Sauerstoffflaschen, mit denen man mehrere Stunden unter Wasser bleiben kann. Raketensoldat. Schwer gepanzerte Elite-Infanterieeinheiten, ausgerüstet mit Sturmwehren und Raketenfeueraufsatz. Geschäftswissenschaftler. Geschäftswissenschaftler wurde von General Totenkopf eingesetzt, um die Expansion der Mondbasis 1 zu koordinieren. Zuvor diente er als Assistent des Chefwissenschaftlers der Basis an der Ostseeküste. Weltraummarine-Soldat. Nur die allerbesten Soldaten werden in die Weltraummarine aufgenommen. Da es im Weltraum nur äußerst selten Konfliktsituationen zu bewältigen gibt, müssen Rekruten der Weltraummarine viele Jahre echte Kampferfahrung vorweisen. Das Kampftraining für geringe Gravitation findet auf der kürzlich fertiggestellten militärischen Raumstation im Erdorbit statt. Weltraumsoldat. Schwer gepanzerte Elite-Infanterieeinheiten, ausgerüstet mit Lasergewehren. Weltraumsoldaten werden aus den Reihen der besten und erfahrensten Weltraum-Fantasten niederen Ranges rekrutiert. Weltraumkommandant. Wie ihre Gegenstücke am Boden tragen auch Weltraumkommandanten nur wenig zum eigentlichen Kampfgeschehen bei. Stattdessen führen sie ein recht bequemes und betuchtes Leben in Nähe der Mächtigen. Weltraumdrohne. Weltraumdrohnen wurden für Kämpfe in Umgebungen mit geringer Gravitation entwickelt. Sind den Drohnen, die in den Minen und auf dem Mond zum Einsatz kommen, ähnlich. Weltraumwissenschaftler. Aufgrund der Belastung durch den abgelegenen Arbeitsplatz arbeiten Weltraumwissenschaftler auf der Mondbasis in Schichten von 6 bis 12 Monaten, bevor sie abgelöst werden. Das Auge von London. Erstmals während der Nachkriegsaufstände eingesetzt, dient das Auge von London ein riesiger Roboter, zu den Straßen von London für Ordnung zu sorgen. Das Autoritätssymbol des Regimes löst es jedem Angst ein, der auch nur daran denkt, sich dem gewaltigen Regime zu widersetzen. Frau Engel. In einer schwierigen Operation durchgeführt von den besten Ärzten und überwacht von Totenkopf persönlich gelangt es, einen Großteil von Frau Engels Gesicht zu rekonstruieren. Ihre Namen sind jedoch für immer sichtbar. Caroline in ihrer Rüstung. Die Data Schutt Motorausrüstung ist ein Exoskelettanzug mit einem neuronalen Schnittstelle, die einen Querschnittsträger des Gen ermöglicht. Totenkopf. General Strasse, auch Totenkopf genannt, ist ein talentierter und ehrgeiziger Forscher, der die Abteilung Spezialprojekt des Regimes leitet. Ohne auch nur die geringsten moralischen Skrupel waren es die Experimente des Generals mit neuen Technologien, die den Kriegsmaschinerie des Regimes entscheidenden Vorteil brachte. Sie gewann den Krieg und unterjochte die Welt. Während des Krieges wäre Totenkopf beinahe bei einem Zeppelinsturz aus dem gekommen. Diese Nahtoderfahrung gab ihm einen völlig neuen Blick auf das Leben. Daher genießt er es nun in vollen Zügen. Bubi.
Hanswinkel von Frau Engel liebevoll Bubi genannt und stammt einer Akademikerfamilie. Sein Vater ist Doktor und seine Mutter Biologin. Schon als Kind sorgten seine schlechten Noten und sein mangelnder Ehrgeiz bei seinen Eltern für große Enttäuschung. Die mit seiner Stationierung im Lager Sedo mit 19 Jahren nur noch stärker wurde. Ihr Sohn, der eine angesehene akademische Laufbahn einschlagen sollte, wurde ein gewöhnlicher Gefängniswache. Auf der Suche nach Zuneigung und Anerkennung erregte Hans schon bald die Aufmerksamkeit der manipulativen Frau Engel. Seitdem weichte er ihr nicht von der Seite. Roboter-Prototyp. Der Roboter-Prototyp, die nächste Evolutionsstufe totenkopfsmechanischer Kampfeinheiten, besitzt zentrale Steuereinheit, ein menschliches Gehirn. Er ist damit den anderen Robotern überlegen, die von weit weniger ausgereiften künstlichen Intelligenzen gesteuert werden. Mechanotopf. Zu einem seiner liebsten Stücke in seiner Sammlung technischer Meisterwerk gezählt, General Totenkopf, eine persönliche mechanische Kampfeinheit. Sie ist mit 4 Laserkanonen und einer Tesla-Kanone ausgerüstet. Das Kraftfeld, das sie umgibt, macht sie nahezu unzerstörbar.